Betritt man den neuen Hybrid-OP, fällt er sofort auf. Ein robotergestützter Röntgenarm. Dieser liefert dreidimensionale Bilder des Patienten und zwar während operiert wird. Für Chirurgen eine bahnbrechende Erneuerung. Wir haben sehr hohe Erwartungen in diesen neuen Hybrid-OP, weil er eine einzigartige Möglichkeit ist, jetzt besonders schwere und besonders komplizierte Eingriffe hier durchzuführen. Als besonders schwerer Eingriff gilt etwa das Operieren am offenen Herzen. Da muss man das Brustbein eröffnen und dann das Herz stilllegen mittels einer Herz-Lungen-Maschine. Da übernimmt diese Maschine dann die Arbeit des Herzens und der Lunge. Und das ist natürlich, klingt auch schon größer, ist auch größerer Eingriff. Und hier in einem Hybrid-OP kann man das am schlagenden Herzen machen, ohne Herz-Lungen-Maschine. Und der Brustkorb bleibt geschlossen und man macht nur einen ganz kleinen Zugang über die seitliche Brustwand oder über die Leiste. Und damit ist es natürlich, wie man sich schon vorstellen kann, einfach von der Belastung her deutlich weniger für den Patienten. So zeigen etwa auch Studien. Das Risiko für einen Schlaganfall während einem Eingriff ist in einem Hybrid-OP wesentlich geringer. Die Patienten verlieren weniger Blut und kommen schneller wieder auf die Beine. Früher war es zum Beispiel notwendig, der Chirurg hat einen Bypass, einen Femoropop bitte einen Bypass anlegen müssen und es war ein vorgeschaltetes Problem irgendwo auf Aorten- oder Beckenniveau. Das wurde bisher zweizeitig therapiert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das sozusagen in einer Sitzung durchzuführen. Verkürzt den Krankenhausaufenthalt für den Patienten zumindest um einen Tag. Mit dem Roboterarm lassen sich Organe, Gefäße oder Knochen von verschiedenen Seiten betrachten. Ein Monitor im Saal zeigt den Chirurgen während der OP digitale Bilder des Patienten in Echtzeit. Das heißt, man kann operieren, hat aber auch alle technischen Möglichkeiten der modernen Bildgebung. So können mehrere Ärzte gleichzeitig im neuen Operationssaal arbeiten. Der ist wirklich auch vom Konzept her darauf ausgerichtet, dass nicht nur mehrere Disziplinen wie Herzchirurgie, Kardiologie oder Radiologie nacheinander oder nebeneinander arbeiten können, sondern von Anfang an miteinander. Und das ist, glaube ich, die große Stärke, diese Synergien hier wirklich zu heben. Sie müssen sich vorstellen, dass hier immer selbe Team in diesem OP arbeitet, auf diese Geräte eingespielt ist, die fest installiert sind und nicht jedes Mal neu installiert werden müssen. Operieren im OP der Zukunft. Im Kepler-Universitätsklinikum in Linz ist das künftig möglich.